Mein Name ist Michael Prior. Ich bin Sprecher des Vorstandes der Friedel und Gisela Bohnenkamp Stiftung, eine große Bildungsstiftung hier in der Region Osnabrück. Mein Name ist Monika Schnellhammer. Ich bin Geschäftsführerin des Caritasverbandes für die Stadt und den Landkreis Osnabrück. Wir als Stiftung haben viel mit Migranten zu tun, haben auch Projekte im Bereich Migration. Und als wir die Bilder aus der Ukraine gesehen haben, haben wir uns als Stiftung gefragt, wie können wir helfen? Nicht kompliziert über irgendeinen komplizierten Antrag, sondern möglichst unmittelbar und schnell und flexibel. Wir hatten die Idee, das über eine Spende zu machen und haben einen Partner gesucht, der für uns und in unserem Sinne Hilfe den Menschen aus der Ukraine zukommen lassen kann. Und da sind wir auf die Caritas Osnabrück gekommen. Mit Beginn der Fluchtbewegung haben wir Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier in die Beratungsstelle kommen, weil ihnen Caritas als Name oder als Angebot bekannt ist und Hilfe aufsuchen. Die Caritas Osnabrück ist für uns ein wichtiger Partner auch in unserer Arbeit. Wir haben auch im Projektzusammenhängen mit der Caritas zu tun. Und so war der Weg hierhin zur Caritas ein sehr kurzer. Und wir haben gesagt, wir möchten was tun. Was tut ihr als Caritas? Und wir haben uns davon überzeugt, dass das, was die Caritas tut, genau das ist, was in unserem Sinne ist. Sodass wir der Caritas 100.000 Euro zur Verfügung stellen, um die Not ganz konkret hier vor Ort zu lindern in Osnabrück. Die großzügige Spende der Bohnenkamp Stiftung ermöglicht uns neben der Soforthilfe und des Einsatzes jetzt ganz akut mittel- und langfristig auch Strukturen aufzubauen, die die Not dann entsprechend auffängt. Langfristig bedeutet eben auch, dass wir Personal brauchen, die unterstützend tätig sind, um eben auch Begegnung und Begegnungsräume zu ermöglichen, diese zu begleiten, Ehrenamtliche zu begleiten und darüber hinaus auch die psychosoziale Betreuung von Menschen, die traumatisiert sind. Das kann man sich ja gut vorstellen, Kinder und Jugendliche brauchen hier Unterstützung. Und im Moment fahren wir auf Sicht, aber wir müssen ja auch dafür Sorge tragen, wie geht es dann weiter, wenn die Bedarfe eben auch da sind und wir Angebote schaffen müssen, die über die Soforthilfe und auch über das sofortige ehrenamtliche Engagement hinausgehen.